Herzlich willkommen zu Let's Play am Ponyhof. Oh, ich habe die Dinger noch gar nicht aufgehoben. Ja, wer jetzt denkt, warum Ponyhof, das ist doch Tomb Raider, der guckt bitte in der letzten Folge nach, was passiert ist, wo ich in die Spieße gefallen bin. Ich komme da immer noch nicht drüber weg, über dieses Pferdegeräusch, was da gekommen ist. Ich habe die Folge schon mal gespielt. Deswegen weiß ich, dass jetzt ein Fisch kommt, den ich jetzt gerade anlocke, genau, und abhaue. Und ich habe die Folge aber nicht nehmen können, weil die total verruckelt war. Lara, was machst du denn? Bist du lebens... Gut. Die Frau ist hohl wie ein Stück. Hallo? Hohl wie ein Stück. Irgendwas, was hohl ist. Ja, das war jetzt ein toller Vergleich, ne? Nee, ich habe die Folge schon mal aufgenommen, weil die total verruckelt war und das Spiel total geleckt hat. Ich habe mir gedacht, warum leckt das Spiel auf einmal? Ich hatte bei Tomb Raider noch nie ein Problem. Was wollte der Fisch jetzt? Also ich habe bei den Tomb Raider Custom Levels noch nie ein Problem mit Lecks und dem Ruckeln gehabt. Aber das war total verruckelt und dann bin ich drauf gekommen, dass das daran lag, weil ich den Rand weggemacht habe. Da musste mein Aufnahmeprogramm wahrscheinlich mehr aufnehmen. Und da war das überfordert und dann hat das Spiel angefangen zu ruckeln. Und die Stelle hasse ich wie die Pest. Weil die einfach nervt. Ihr merkt, sie ist total schwer. Und deswegen sage ich mir lieber einen Rand als ein Spiel, was ruckelt. Oder? Und dann ist das Spiel auch nicht so gezerrt. Also mir ist das schon aufgefallen, dass Lara halt total klein war. Und auch so ein bisschen fett, ne? Oh, die Stelle geht mir auf die Nerven. Die ist total blöd gemacht, die Stelle, weil man da überhaupt nicht dran vorbeikommt. Okay, das war auch nix. Na? Wie soll man die denn auslösen, ohne sich dabei dran zu verletzen? Also in der letzten Folge habe ich schon so ewig gebraucht. Aber dann hat es irgendwann geklappt. Aber ich verstehe gerade nicht, wie ich das gemacht habe das letzte Mal. Oh, jetzt hat es geklappt. Jetzt hat es geklappt. Das speichere ich euch sofort ab. Und wir können uns gleich schon mal an die nächsten Gegner gewöhnen. Ja, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Ich bin das letzte Mal erstmal total falsch gelaufen, habe einen überflüssigen Weg zurückgelegt. Den können wir uns jetzt schon mal sparen. 7. Ach, machen wir die mal leer. Tot. Und der hat nichts, soweit ich weiß. Nee. Okay, wir müssen nämlich erst hier drüben hin. Nach hier hinten. Die Gegner brauchen wir jetzt noch nicht abschießen. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht abschießen, weil wir später ein tolles Gefährt haben werden, mit dem wir die einfach überfahren können. Und... Lara. Weißt du, was der Befehl STRG bedeutet? Du sollst dich festhalten. Warum drücke ich STRG? Damit du dich festhältst. Warum hältst du dich nicht fest? Weil du nicht auf mich hören willst. Lara. Das geht gar nicht, was du hier machst. So. Also. Ich speichere das jetzt gerade nochmal. Wieso hat die sich nicht festgehalten? Das hatte ich in der letzten Aufnahme auch schon gehabt, dass sie sich nicht festgehalten hat. Irgendwie ist da ein Bug drin, glaube ich. Oder Lara will einfach nicht. Gut, dann kletter ich halt so runter, wie meine Mutter das immer macht. Auch wenn das schön langweilig ist und ziemlich schnell geht. Aber ich finde es cool, dass meine Mutter Tomb Raider spielt. Ich finde das lustig. Die spielt, die hat jetzt Tomb Raider 2 durch, das Golden Mask hat sie durch. Und jetzt ist sie bei Tomb Raider 3 dran. Hat sie schon alles gezockt. Und wo ist sie jetzt bei Tomb Raider 3? In Aldwych. Genau, in Aldwych. Und verläuft sich ständig. Aber das ist ja an dem Level absolut kein Wunder. Wer von euch das Level kennt, der weiß, dass das echt verwirrend sein kann. Also hier ist jetzt eine Tür. Ich sag mal, so unschwer zu erkennen. Und hier ist ein Knopf drin.
der diese Schalter öffnet. In der letzten Folge bin ich da hingekommen, habe gedacht, ja, den Weg darf ich zurückgehen, um diese Schalter überhaupt erstmal zu öffnen. Und das habe ich dann getan. Und das sparen wir uns jetzt, weil ich ja die Folge wegwerfen durfte. Weil sie eben geleckt hat, weil der Rand nicht da war. Und dann mein Aufnahmeprogramm überfordert war und was weiß ich. Lara, jetzt kommt, klettert die Leiter hoch. Ohne jetzt so Anstalten zu machen. Schrecklich, diese Frau. Einfach nur schrecklich. Ach so, was ich sagen wollte. Speichern. Wir brauchen ja ein Gefährt, um hier rüber zu kommen. Und ich habe ja gesagt, das hätte ich nie erwartet, dass in diesem Level wir so etwas finden werden. Also kann ich ja hier schon mal von keinem Schneemobil reden. Das fand ich auch lustig. Wenn ich hier stehe, nicht Schnee. Wenn ich hier stehe, dann fällt kein Schnee. Fällt mir gerade mal auf. Da fällt kein Schnee, ne? Wenn ich jetzt nach vorne laufe, fällt Schnee. Das ist ja mal lustig programmiert. Cool. Nee, nicht cool. Also wir finden tatsächlich kein Schneemobil, wir finden ein Quadbike. Und das hätte ich eben diesem Level nicht zugetraut. Wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich nicht gedacht, dass wir hier eben so ein Quadbike finden. Aber was haben wir gefunden? Ein Quadbike. So ist das. Speichern. Jetzt müssen wir hier rüberspringen. Und jetzt kommt eine ganz, ganz fiese Stelle. Eine ganz, ganz fiese Stelle. Wofür wir schon mal ein Medipack nehmen können. Aber über die Schnellwahltasten, weil wir sonst rausfliegen. Das ist mir in der letzten Folge auch passiert. Bin ich rausgeflogen, weil ich STRG brauche, um mich hier festzuhalten. Und dann gleichzeitig auf Escape bin, um ins Menü zu kommen. Und was macht das Spiel? Das stürzt ab. Ist ja vollkommen klar, ne? Also sobald der Typ auf uns schießt, muss ich schon mal Medipack nehmen. So. Und dann können wir uns hier, glaube ich, auch schon runterlassen. So. Nein, ich bin daneben gesprungen. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter hangeln. Ein Stückchen hätte ich noch weiter hangeln müssen. Verdammt. Aber ich glaube, wenn man hier so am Rand lang hangelt, passiert, glaube ich, nicht so viel. Oh, der hat uns doch getroffen. Butsch. Und wenn Lara tot ist, das finde ich auch interessant. Wie die nicht aufgespießt, da fällt die durch die Spieße durch. Und wo war das Pferd? Das ist ja mal merkwürdig. Wo ist das Pferd gewesen? Ich habe kein Pferd gehört. Ah, jetzt habe ich gerade 0 gedrückt. Oder funktioniert die 0-Taste mal wieder nicht? Wäre ja auch nichts Neues. Ich drücke 0 und es funktioniert. Aber wir verlieren trotzdem total viel Leben. Hat das nicht vorher besser geklappt? Und ich bin schon wieder hier abgekratzt. Also das ist eine echt gemeine Stelle. Weil man diesen Typ einfach nicht abschießen kann. Ich nehme jetzt ein großes Medipack. Ist mir jetzt egal. Wir haben ja 5 Stück gehabt. Und da drüben seht ihr auch schon das Geheimnis. Jetzt verliere ich kein Leben, wenn ich ein großes genommen habe. Also da drüben ist. Okay, hinterm Zaun. Darf ich jetzt mal ausreden? Danke. Da oben lag ein Geheimnis drauf, das hätte man schon sehen können. Ist kein schwer verstecktes Geheimnis, muss ich jetzt mal sagen. Also, das ist durchaus findbar. Also es gibt in diesem Spiel wirklich Geheimnisse, die sind nicht leicht zu finden. Aber das Geheimnis ist eigentlich schon ziemlich offensichtlich da hinten. So für die Leute, die normalerweise keine Geheimnisse finden, dass die sich auch mal freuen können. So stelle ich mir das vor. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, ist mir gerade bei dem Geheimniston aufgefallen. Ich weiß nicht, ist das jetzt eigentlich okay? Ich hatte das doch runtergestellt. So. Und so. Weil in den letzten Folgen der Ingame-Sound ein bisschen zu laut eingestellt war. Es tut mir leid. Ich glaube, vor 3 Folgen war das. Also die 2. Folge von diesem Level. Da war die Musik zu laut und man hat mich nicht gut verstanden. Habe ich jetzt gesehen, wo ich mir die Aufnahme mal angeschaut habe. Tut mir leid, wo ich den Rand umgestellt habe, hat sich automatisch dieser Sound mit umgestellt. Und deswegen war das da ein bisschen laut, es tut mir leid. Aber ich denke, es müsste jetzt wieder besser sein.
Okay, da ist schon wieder eine Tür, in die wir jetzt reingehen werden. Ich finde das cool, wie Lara die Tür aufmacht. Da müsst ihr mal drauf achten. So richtig gestresst, so als ob da jemand dahinter stehen könnte, damit sie schnell die Waffe ziehen kann. Normal macht die Frau die Tür nicht auf. Jetzt achtet mal drauf. Macht ihr so eine Tür auf? Mit dem Move, das finde ich echt interessant. Es kommt ein Gegner, das weiß ich. Und den bringe ich schön mit der MP5 um. So, hier um die Ecke. Putsch, tot. Und der hat natürlich nichts. Nichts hat der Kerl. Nichts. Und jetzt kommt eine tolle Stelle. Wir dürfen 7 Schalter drücken. Schalter Nummer 1. Stellt einen Ventilator aus. Schalter Nummer 2 schaltet einen Ventilator aus. Und Schalter Nummer 3 schaltet einen Ventilator aus. Das hättet ihr jetzt nicht gedacht. Nee, nicht in. Zu dem nächsten Hebel, nicht in den nächsten Hebel. Zu dem nächsten Hebel kommen wir durch die ausgeschalteten Ventilatoren. Also Hebel Nummer 4 ist das jetzt. Jetzt kommt Hebel Nummer 5. Also wir haben jetzt ein bisschen Hebeldrückerei zu tun. Also jetzt kommt Hebel Nummer 5. 5. Ich hatte auch mal Französisch. Un, deux, trois, quatre, so, also 5, si. Ach, keine Ahnung. Ich hasse Französisch. Ich hatte, glaube ich, 3,5 oder 4,5 Jahre Französisch. Kann gar nichts mehr. Also ich kann wirklich gar nichts mehr. Die Luft wird knapp, Lara. Lara, die Luft wird knapp. Lara, die Luft wird knapp. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig gemerkt, dass die Luft knapp wird. Ich kann total wenig Französisch, wirklich. Ich kann merci, bonjour, ta mère, deine Mutter. Das muss man einfach können. Und Schalter Nummer 7. Und ich weiß, dass Raumschiff Navette Speziale heißt und das Bullauge Hublot heißt. Warum auch immer. Ich habe das jetzt wahrscheinlich zwar falsch ausgesprochen, aber die Vokabeln habe ich mir irgendwie gemerkt. Raumschiff und Bullauge. Weil man die auch täglich braucht, ne? Und ihr könnt mir glauben, ich kann Englisch schon nicht gut und dann kann ich Französisch erst recht nicht. Also, um nochmal hier zum Spiel zurückzukommen. Wir haben jetzt diese ganzen Hebel gezogen und gedrückt und was weiß ich alles, um an diesen Schlüssel zu kommen. Jetzt haben wir den wunderbaren, stylischen Gate Control Key, den wir jetzt beim Gate einsetzen können, um das Gate controllen zu können. Nein, wir controllen jetzt nicht das Gate. Wir holen uns das Quadbike mit dem Schlüssel. Ja, Mädchen, komm. Wir holen uns das Quadbike hier unten. Nee, nicht hier unten. Wir müssen hier den Schlüssel einsetzen. Den Gate Control Key. Um da drüben etwas zu öffnen. Das hier ist noch zu, da steht das Quad drin. Also wir haben jetzt einmal hier diese Tür geöffnet, um überhaupt mit dem Quad rauszukommen. Und müssen jetzt nochmal hier hochklettern, um da unten rein zu können. Weil da auch noch eine Tür ist. Und zwar hier. Da. Die Tür finde ich cool gemacht, muss ich sagen. Die finde ich cool gemacht. Und hier ist jetzt ein Knopf drin. So. Und wir haben eine Tomb Raider geschafft, Musik ausgelöst. Ist die nicht schön? Oh, Hilfe. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Leute, was ist los? Oh Gott. Ich habe mich gerade erschreckt. Voll mit den Beinen gegen den Tisch gerannt. Und wir haben den Schlüssel nicht mal. Aber das Gitter schon auf, okay. Alter Schwede, habe ich mich jetzt erschreckt. Hilfe.
Wieso muss ich auch in die Spieße rennen? Ich bin so bescheuert. Okay. Nicht okay. Wir können das Ganze jetzt auch mal zurückklettern und den Schlüssel einsetzen. Oh Gott. Ich habe mich jetzt sowas von erschreckt, weil ich nicht mit den Spießen gerechnet habe. Fällt Lara da einfach rein? Die hätte ja mal was sagen können von wegen, Achtung, da sind Spieße, nicht reinlaufen. Was macht Lara? Nö. Er wird schon wissen, was er macht. Ich glaube, es geht los. Und nicht schon wieder Lara. Mein Gott. Also, Schlüssel einsetzen. Und speichern, bevor uns das nochmal passiert. So, jetzt haben wir alles geöffnet. Nein! Ach doch. Ich habe gedacht, wir hatten jetzt wieder so einen Türbug, aber die Tür ist ja offen. Ich hatte jetzt gedacht, das hier muss aufgehen, also dieses Feld hier. Weil es gibt ja so einen Türbug, in dem man, also wenn man den Schlüssel einsteckt und während dem speichert und lädt und der Schlüssel noch nicht ganz drin ist, dann gehen die Türen nicht auf und sind verbuggt. Diesen Bug habe ich mal bei Tomb Raider Search for the Gold Mask demonstriert. Falls euch das interessiert, könnt ihr da nachgucken. Aber ich habe keine Ahnung, welche Folge das war. Also lasst lieber sein. Außer ihr guckt das ganze Let's Play. So, also wir haben jetzt durch diesen Schlüssel auch das hier hochgemacht und können dann somit das Quad benutzen. Und nicht in die Spieße fallen. Nicht. So. Da drüben ist jetzt das Quadbike drin. Habe ich gesagt, du sollst da hochklettern? Ja, habe ich. Ich gebe es zu. Okay, und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut.